bist du den ganzen Tag gewesen? Bei der Arbeit. Dann war ich einkaufen. Sehr gut, Jana! Im Stall und hab die Kinder abgeholt. Ich glaub dir kein Wort. Tut mir leid. Ich verstehe wirklich nicht, was du an diesem Typen findest. Der Vater der Mädchen war... Er hat sich ewig nicht bei uns blicken lassen. Ich habe nach einer Frau gesucht, die gern raucht und Pferde liebt. Könnte gut sein, dass ich dich damit gemeint habe. Das ist so typisch für mich. Egal, was ich im Leben tue, ich komme einfach nicht voran. Wenn ich nicht reiten könnte, wüsste ich wirklich nicht, wie ich klarkommen soll. Jana! Ich werde nie wieder laufen können. Oder reiten. Wie geht's uns denn heute? Ich brauch keinen Seelenklempner, ich brauch Beine, die funktionieren. Wenn ich höre, wie du übers Reiten sprichst und was es dir bedeutet, ich glaube, du kannst dir dieses Leben zurückholen. Man braucht vor allem Mut, Vertrauen und einen starken Willen. Und du hast das alles in dir. Falls du Lust auf einen kleinen Ausritt haben solltest, lass es mich wissen. Nicht jeder ist zum Paraathleten geboren. Jana, du weißt, wie man reitet. Du musst einfach lernen, es auf eine andere Art und Weise zu tun. Du hast mir wehgetan. Und dafür will ich mich entschuldigen. Vielleicht hat nicht alles nur mit dem Rollstuhl zu tun oder mit dem Unfall. Ich nehme dich doch. Vielleicht ist das alles ja der Beginn eines neuen, anderen Lebens für dich.